Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Tomb Raider. Ich bin Crane of Critical Era und ich habe mir jetzt ein bisschen Essen und so Ring wieder geholt. Mach gleich mal weiter. Okay, das ist ein netter Tempel. Sieht doch viel netter aus, wenn er unter Feuer steht. Keine Munition mehr. Oh, schade, ich wollte den Typen abknallen. Aber dass er einen Freund bei mir erschossen hat. Klick, klick. Okay. Ist da noch irgendwas? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier nochmal zurückkehren können werde. Ich hab's einfach so im Urin. Was bedeutet, meine Freunde konnten fliehen ohne mich, ja? Wieso ist der auf einmal so langsam? Ja, weißt du, mit einer leeren Waffe damit. Oh mein Gott, Munition. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Zu mir? Ich hab keine Ahnung. Ja, okay, du. Ah, geplündert. Plünderparty. Okay, dann machen wir ihn. Komm. Wir haben gerade so. Finde ich gar nicht gut. Zeit. Frische Luft. Yeah. Also diese Tomb Raider typische Sprunganlagen, die haben sie einfach nie mehr. Das finde ich zwar schade, aber was soll man machen. Biatch! Hält sie sich so vom Feuer die Hand vor, das finde ich auch sehr interessant, das sehe ich auch nicht so häufig. Kann ich das Ding aufnehmen mal? Okay, nein, das ist dasselbe Pistolenmunition, okay. Okay. Nein! Naja, umbringen wir sollte sie es nicht, aber trotzdem ein bisschen peinlich. Mal sehen, was er dabei hat. Geldbörse, kaputtes Handy. Immer dasselbe. Was war's denn? Wieder ein Tanker? Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Ja, vielleicht. Und in den Arsch! Ja. Na gut. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Okay.
So, weiß bedeutet eigentlich. Okay, da sind wir nichts. Hätten wir doch das DLC anschauen sollen. Naja. Ich finde schon wieder dahin. Oh, ein Lager. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Ah. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Das alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Okay. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Nee, der Boden wird erstmal geupgradet. Was haben wir denn hier? Ah, nicht genug Material. Okay, und jetzt haben wir ein neues Outfit für Lara. Ah, mal was anderes halt. Das finde ich cool. Okay, ja, da hinten sehe ich gerade noch was. Ansonsten sehe ich, ich kann wenigstens, ich meine, ich werde sicher noch ein bisschen aus Langeweile was erforschen, aber ich glaube nicht, dass ich das alles immer in jedem Let's Play mache, weil es ist einfach nur eine enorme Zeitverschwendung, hier durch den Dschungel laufen zu sehen. Ich werde aber ganz sicher das DLC aufnehmen noch. Was haben wir denn da hinten? Das sieht interessant aus. Hallo? 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker. Und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, Sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Okay. Das habe ich mittlerweile erkannt. Ja, gut. Also wenigstens haben wir jetzt so ein bisschen was gefunden. Nette Höhle. Natürlich frage ich mich, wieso in meinen Gedanken sammeln, dann reden. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass das ja trotzdem eher ein bisschen mehr in der Vergangenheit spielt als andere. Nein. Also anscheinend habe ich jetzt den einen Russen getötet. Hier ist der Wladimir. Ist das, war das derselbe oder habe ich nur einfach einen seiner, ich sag jetzt mal, Diener getötet? Das ist die Frage. Ich muss sagen, es stört mich, dass es hier keine Lebensanzeige gibt. Wenigstens das hätte ich wenigstens erwartet. So ein bisschen, das wäre noch ganz cool gewesen. Verletzungen heilen. So aller Metal Gear Solid 3 für alle, die es kennen.
Kollege drin. Findet sie. Wachen oder töten. Okay, ich sehe eine Taschenlampe. Ah, das geht also doch. Licht. Gott. Waren hier noch irgendwelche Laternen? Warte. Okay, okay. Wir haben jetzt zwei Typen. Keinen davon, den wir im Nahkampf erledigen können. Ja, keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, wie lange ich noch durchhalte. Ja, komm her, Biatch. Oh, okay, er geht gerade ein bisschen. Sonst noch was, solange hier noch. Okay, die Fackel, die gute Fackel ab. So. Bin ich ja nicht da gut. Ey, Seilrutschen. Seilrutschen sind mal lustig. Angespült worden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Okay, ist das derselbe, mit dem ich geredet habe? Das würde mich jetzt nur interessieren. Okay. Ey, ich bin armer, ich bin ein hübsches, kleines, unschuldiges Mädchen. Hat mal jemand Feuer für mich? Ja, das schaffst du! Hey, cool, hab ich wirklich geschafft. Okay, das war eine dumme Idee. Okay, schwarz-weißer Bildschirm, wie immer das nette Zeichen für: Hey, du bist kurz davor, am Arsch zu gehen. Oh. Hey, hab nichts gesagt. Ging dort nur gut. Gut, aber das. Brenne! Brenne! Ich spiel
Spiel ist ein tolles Pyromanenspiel, muss ich sagen. Wow, ich sollte mal aufhören, irgendwelche Klippen runterzuspringen. Das kann man mal. Das endet irgendwann mal nicht sehr gesund. Was haben wir denn hier? Ein neues Artefakt? Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Okay. Ja, nichts Besonderes. Sehr interessant, sehr interessant. Ah, da drüben komme ich erstmal nicht hin. Nehmen wir noch das Zeug hier an mich. Laden wir mal nach. Gut. Und weiter geht's aufwärts und so. Hier gibt's viel zu erforschen. Das gefällt mir wieder. Ich bin so ein Sammlerfreund. Solange es nicht zu. Ich schaff das. Ah, die Technik kenne ich. Nein, festhalten, festhalten. Die richtigen Stiefel, ein paar Handschuhe und dann noch der nötigen Ausdauer, müsste es gehen. Kraft ist dabei gar nicht mal so viel erforderlich, also schon ein bisschen, aber die Ausdauer ist eher, dass du es auch durchhaltest. Bei sowas, sich dann hochzuziehen, das ist dann eher das, meiner Meinung nach, schwierigere. Was soll. Oh, scheiße, Schüsse. Sieht ein bisschen angeknabbert aus, ne? Kleine Leckerbisse für die Hühnchen, ne? Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Oh, was? Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsminister. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Aber du wirst es dir wahrscheinlich eher nicht so holen, weil ich will es mal nicht sagen, aber das wird's. Ja, genau. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Du holst den Rucksack einfach zurück, Lara. Der hat alles. Und erstmal würde ich ihn sagen, du ziehst die mal hier ab, genau aus dem Regen raus. Na komm, kleines Mädchen, das kriegst du hin. Jawohl. Ich baue ihn noch, damit er nicht ganz so ungemütlich liegt. Irgendwas ganz, ganz schnell provisorisches. Gott sei Dank. Ja, dem ist halt nur schwarz vor Augen geworden, weil er ein bisschen viel Blut verloren hat wahrscheinlich. Den Rucksack holen. Wäre so der nächste sehr intelligente. Das Rudel ist irgendwo da oben. Was mache ich bloß? Stirb. Nein. Seht ihr, wie der Pfeil direkt darüber ist? Okay, was können wir machen? Wir haben ein bisschen Bergungsgut. Damit können wir da sicher irgendwas verbessern. Erweitertes Magazin.
Belüfteter Schlitten. Ah, das geht nicht mehr. Da steht irgendwie benötigt belüfteter Schlitten, okay. Was haben wir noch? Ja, da kann ich wirklich nicht viel machen. Das sind die Outfits, ne? Ah, lassen wir erstmal das Guerilla-Outfit. Genau, so, was können wir machen? Gewickelte Sehne, höhere Schussfrequenz oder... Ah, die sieht man sogar, das finde ich auch immer cool. Na, ah, das nehmen wir erstmal. Verstärkte Wurfarme. Und wir können uns auch einen Fertigkeitspunkt... Ja, derzeit ist das trotzdem einfach praktischer. Ja, das ist klar. Zusätzliches Bergungsgut ist natürlich gut. Wow, Pfeile wiederfinden, weißt du? Das muss man erst lernen. Ja, dabei habe ich noch keinen wirkliches. Ich nehme jetzt mal das. Gut. Ich habe auch das Gefühl... Ah, das sind die Schnellreisen, genau. Ah ja, das sieht man aber auch richtig schön. Was man zu sammeln hat, das gefällt mir auch gut. Also zwar schon wahrscheinlich alles gut versteckt, aber... Nun dann. Aber das war's erstmal von diesem Part für mich. Ich bin Craner. Und wir sehen uns im nächsten Part. Craner out.